Ja, komm, ich hab noch Öl. Ich hab noch genug Öl. Das passt schon. Stell eigentlich Kerzen auf den Boden, das ist die größte Verschwendung. Vor allem hier unten, wie schon erwähnt, bei Weinkellern, da würden die gar nicht brennen, weil alles voller Kohlendioxid ist. Aber das ist nur so am Rande, ne? Würde ich mal so behaupten. Springt mich doch gleich was wieder aus zwischen den Fässern. Also ich würde es so machen, ganz ehrlich. Ich würde da so ein Skript einbauen, dass hier was aus den Fässern hier rüber springt und mich dann anhubst. Fände ich total lustig. Also wenn ich die Leute dann zu Tode erschrecken, fände ich das lustig. Nicht, wenn ich mich dann erschrecke. Ist zwar schon lustig, aber nicht zum Lachen. Für mich jedenfalls nicht. Okay, hallo. Oh, mehr Schweine. Schweini, Schweini. Ein Dahl! Die leben noch. Jetzt quietschen sie auch. Hey, Piggy. Alles klar, Piggy? Willst du tanzen? Lalalala, komm, geh zu deinen Freunden. Ich will nicht mehr mit dir spielen, Piggy. Du bist langweilig und stinkst. Vielleicht könnte auch Emma diesen komischen Gestank gemeint haben damals. Warum sind die Schweine eigentlich immer verrottet in einem Niger? Das frage ich mich wirklich. Die sind immer verrottet und hängen da dann total verfault rum. Pfui, pfui, Deibel. So, oh, ein bisschen Licht in die Sache. Hallo? Oh, den Balken, den kann ich vielleicht noch gebrauchen, wenn er einfach so rumliegt und ich ihn anklicken kann, oder? Was ist das denn? Okay, das ist nichts. Das ist Quatsch. Oh. Ach, die Glasscherben, die sehen immer aus, als wäre es irgendwas, was man aufheben könnte. Oh, da ist eine Notiz, aber ich nehme mir erstmal Glycerol. Mhm. Vielleicht eine Art von Glycerin. Experimente mit Nitroglycerin. Ich hab's gewusst. 2. Juli 1829. Wegen weiterer Experimentierung mit den verschiedenen Mixturen habe ich die gewalttätige explosive Mischung des Nitroglycerins durch einen Unfall entdeckt. Ich habe eine Mixtur von niedriger Säure und Glycerol kombiniert, um sie dann irgendwo im Keller abzusetzen. Aha. Von selbst ist diese Mischung relativ sicher. Trotzdem, wenn man sie schüttelt oder gegen ein Objekt wirft, dann wird es in dieser Kombination gewaltig und destruktiv. Ich habe beinahe den gesamten Weinkeller zerstört, als ich das herausgefunden habe. Man muss extrem aufpassen in der Handhabung dieser Mixtur. Wenn sie falsch gehandelt wird, dann werden auf jeden Fall Tod und Zerstörung geschehen. Oder stattfinden. Ja, es ist jetzt ein bisschen holprig übersetzt, aber ich habe keine Lust, jedes Wort einzeln auseinander zu pflücken. Hauptsache von Sinn kommt es irgendwie so halbwegs hin. Ich kenne genug Let's Player, die lesen es einfach vor und... Oh, nee. Ich renne jetzt einfach mal ein bisschen, ne? Warum ist meine Lampe aus? Ich habe da eben gerade erst die Lampe nachgefüllt. Verdammt nochmal. Lalalalalala. Okay, ich muss auf jeden Fall die Dinger mischen irgendwo. Oh Gott, ich renne jetzt hier einfach durch. Ja, wie gesagt, ich finde es zwar auch okay, wenn man die Texte einfach nur auf Englisch vorliest, aber für die Nicht-Englischsprachigen unter uns gibt es ja auch noch sehr viele, muss man leider sagen. Ja, leider, weil ich finde eigentlich, jeder sollte Englisch sprechen können, zumindest so ein bisschen was. Aber ist ja nicht schlimm, deswegen übersetze ich es ja gerne. Hallo? Ach, ich kann die ja gar nicht mischen. Vielleicht hier? Ah, Nitroglycerin. Diese hoch inkonstante Mischung wird explodieren, wenn sie an ein Objekt geschmissen oder geschleudert wird. Ich habe angeblich mal gehört, aber das stimmt glaube ich nicht, wenn man Nitroglycerin trinkt und an Seil springen würde, wird man auch explodieren, aber das geht gar nicht, glaube ich. Ah, jetzt muss ich was dagegen schmeißen, weil ich glaube, die Säure im Körper neutralisiert dann dieses Gemisch. Wow, da wird's rot. Das gesehen? War schon witzig, ne? So nach dem Motto, die Bombe ist scharf. Yay! Ich habe Feuer gemacht. Oder ich habe die Bombe explodieren lassen. Sehr cool. Okay, es sah eben so aus, als könnte ich da runterspringen. Das wollte ich jetzt aber auch nicht, dann. Oh. Ja, schrei mal ein bisschen, das tut gut. Gefängnis! Das befreit die Kehle, wenn man einfach mal lauthals schreit. Finde ich gut. Okay, was erwartet uns dann im Gefängnis? Warum ist hier unten ein Gefängnis, Mensch? Ja, und es ist wieder riesig groß, ne? Was ist das denn? Dreck.
Einfach nur Dreck. So. Oh, die Tür ist sogar auf. Direkt die erste Tür und die ist auf. Habe ich ein Glück. Ich höre Ketten klappern. Das kann doch nur dieses Kettenmonster sein. Das finde ich nicht gut. Oh, guck mal, eine Geige. Das ist eine Violine. Das ist eigentlich der Unterschied. Ich glaube, Violinen sind ein bisschen kleiner. Ist eine Geige. Denke ich jetzt mal so. Oh, guck mal, mehr Knochen zum Spielen. Ich kann nicht... Oh, die kann ich gar nicht aufnehmen. Schade. Okay, dann ist hier halt nichts. Oh. Achso, das Blut. Ich dachte, da ist was an der Wand. Na gut. Na gut, dann ist da halt nichts. So. Einmal weitergehen, bitte. Ich wette, dieses... Ja, ist ein Padlock, also ein Vorhängeschloss dran. Das wird uns nicht weiterhelfen, my dear. Ist aber nicht da. Oh, da hat's einen zermatscht. Wie böse, ey. Der ist geteilt worden von dem Bett. Und schon wieder Öl. Tagebuch eines Gefangenen. Ich weiß nicht, welcher Tag oder welches Jahr es ist. Ich kann mich nicht mal daran erinnern, wie lange ich schon in diesem schrecklichen Ort festsitze. Ich denke, sie haben mir irgendetwas ins Wasser getan, das dich vergessen lässt. Alles scheint die ganze Zeit irgendwie fusselig zu sein. Vielleicht ist es besser, wenn ich mich nicht daran erinnere, was hier unten mit uns geschehen ist. Eines Tages Jeden Tag finde ich seltsame neue Wunden auf meinem Körper. Ich fühle mich auch sehr seltsam. Als würden sie einige seltsame, komische Drogen an uns austesten. Wenn ich jemals von diesem Ort entfliehen kann, dann schwöre ich zu Gott, dass ich mich an diesen... an allen Rache üben werde. Besonders so Robert dafür, dass er mir das angetan hat. Alexandre Dantes. Ein Franzose. Warum spricht... Ich dachte eben schon, ich höre wieder was. Warum schreibt der bitte in Englisch, wenn er ein Franzose ist? Oh, guck mal, der sieht noch ganz frisch aus. Der Nagedei. Hallo? Da ist auch nichts. Oh, eine Zunderbüchse. Na komm, die hebe ich mir auf. Ey, ich habe ganz schön viele verwendet. Ich bin eigentlich ganz stolz auf mich, dass ich mal Zunderbüchsen benutze. Och nee, da gabelt sich schon... Gabelt sich ja der Gang schon wieder. Was denn datten? Da ist doch bestimmt irgendwas versteckt. Das sind Särge, oder? Weg da. Totenschändung, oh ja. Ah! Was? Was? Soll ich davor jetzt Angst haben? Ich bin erschrocken, ja, aber ich hatte nicht wirklich Angst. Das hat doch bescheuert. Da rutscht einer auf mich zu und ich soll hier Angst, vor Angst schreien, oder was? Sonst geht's echt gut. Ich kann die Klappe nicht aufmachen, oder? Doch, kann ich. Nee, geht nicht richtig, okay. Ist ja uninteressant, da ist eh nur Abwasser drin, schätze ich mal. So. Komm. Ah! Was? Da war doch gar nichts. Was schreckst du denn so, Emma? Ich will mal ein bisschen Öl sparen. Ich sehe ja eigentlich ganz gut mittlerweile hier. Was ist das? Oh, eine Zunderbüchse. Sehr gut. Ah! Lach doch nicht! Uah. Kommt da wieder so ein Krabbler? Ich dachte schon, da kommt wieder so einer. Eklig. Was die aber auch alle für Billigöl hier verwenden, ne? Das ist schon lustig. Das Öl, das... Okay. Was? Es bewegt sich nicht. Ich denke nicht, dass ich das auch möchte. Oder dass ich das überhaupt möchte, dass sich die Tür bewegt. Lebt da etwa noch einer? Warum will die denn nicht... Na, sondern Menschen. Warum will die Menschen nicht befreien, die blöde Kuh? Sei ruhig. Oh, guck mal, da ist doch bestimmt was drunter. Na klar ist da was drunter. Sieht man doch schon. Okay. Achso, ich dachte, da geht's weiter. Sie hat die Lampe nur ausgemacht. Hä, war da eine Abzweigung? Ne, sah so aus. Okay. Gehen wir mal weiter in diesen gruseligen Gang, in dem nur eine gruselige Notiz liegt. Meine letzten Worte. 1844. Ich bin nicht sicher, wie lange ich jetzt schon hier in diesem schrecklichen Ort bin, aber ich denke, es ist immer noch 1844. Ich habe versucht, meinen Weg hier hinauszugraben mit dem Spatel, den ich gefunden habe, aber ich fürchte, ich komme nicht mehr weiter. Ich habe eine neue Höhle erreicht. Aber zu dieser Zeit habe ich eine schreckliche, tödliche Wunde erlitten.
Ich habe nicht mehr die Kraft, weiterzugraben. Und ich wundere mich, wie weit ich gekommen bin. Wie weit ich überhaupt so weit gekommen bin. Gott, ich weiß nicht, was wirklich passiert ist, aber eines Tages... was? Eines Tages... The one day, I'm working for a what? Ich habe für Robert gearbeitet, habe Schlüssel hergestellt und ihm mit einigen Experimenten geholfen. Dann hat er diesen schrecklichen Orb gefunden und alles hat sich verändert. Seine Persönlichkeit ist einer schrecklichen Transformation unterlaufen. Und ich habe bald schon nicht mehr den Mann erkannt, den ich schon seit vielen Jahren kenne. Er hat mich hier unten reingesteckt, in diese verdammte Zelle. Genau die Zelle, wo wir auch unsere besonderen Specimens, unsere besonderen Arten für die Experimente bereithalten. Er hat das ganze verdammte Team hier unten eingesperrt. Ich weiß nicht... Was? I didn't take the prisoners long? Achso. Es hat nicht lange gedauert, bis die Gefangenen uns auseinandergerissen haben. Glücklicherweise wurden meine Zellengenossen an die Wand gekettet. Und das hat mir erlaubt, in Frieden oder sicher zu entkommen. Aha. Oder meinen Fluchtversuch zu unternehmen. Wer auch immer diese Notiz findet, soll wissen, dass ich immer loyal zu Robert war. Etwas ist passiert. Es hat mit diesem Orb zu tun. Egal, was es kostet, er muss zerstört werden. Und ja, bevor es noch schlimmer wird, was soll daran noch schlimmer werden? Ich hoffe, er wird nicht mit dir interferieren, also mit dir aneinander geraten. Ich hoffe, diese Spatel bringt dir mehr Glück als mir, dem ehemaligen Besitzer. Möge Gott mit dir sein. Braxton Archer. Ach, von dem haben wir schon mal was gelesen, ne? Okay. Ach, ein Meißel. Ein Chipper ist ein Meißel. Ich hätte jetzt eigentlich als Spatel habe ich das. Ja gut, ist ja wurscht. Kommt ja dasselbe raus. Okay. Ich will nicht in die absolute Dunkelheit kriechen, das ist... Ich will aber auch kein Öl jetzt mehr groß verschwenden. Ah, sieht mal. Ey, warum... Hm. Ja gut, er hat keinen Hammer gehabt. Was? Was? Hallo? Warum kann das hier nicht angewendet werden? Wollt ihr mich verkohlen? Hä? Was? Warum benutzt du das nicht? Hallo? Gut, dann gehe ich halt mal zurück. Vielleicht kann ich ja das Schloss damit aufkloppen. Wäre vielleicht auch eine Idee wert. Obwohl ich ja wahrscheinlich eine zierliche Frau bin. Ich weiß ja nicht, ob eine Frau so wenig Skrupel davor hätte, in so ein dreckiges, schmutziges, enges Erdloch zu klettern. Ja, ja, klopft ihr nur. Zumindest zu der Zeit hier wurde ihnen ja nachgesagt, dass Frauen allgemein ja schnell in Ohnmacht fallen und nicht so die... Ah! Okay. Aber sie hat... Eben hat sie geschrieben wie eine Frau. So, so erschrockener Ausruf zumindest. Ja, okay. Ja, wirklich. Das war damals wirklich so. Man hat nachgesagt, dass Frauen ja ständig in Ohnmacht fallen. Was aber auch ein komischer... Also ein Lust... Uah. Heul nicht. Das war ja auch so ein Fakt, weil Frauen damals oft geschnürt wurden in ein Korsett. Alter. Und deswegen litten sie... Laboratorium. Deswegen litten sie unter Luftarmut. Das ist jetzt wirklich kein Scherz. Das war damals wirklich so. Weil man ja immer sagt, Frauen... Ja, verlieren halt schnell die Nerven. Halt die Tür zu! Zieh dich! Mistvieh! Okay. Oh, Fleisch. Was? Tür... Hey. Hört mal, wie sie schnauft. Hört mal. Hört sich nicht gerade wie eine Frau an, oder? Ist viel zu tief und zu kehlig irgendwie so. Oh, kommen noch mehr Leichen. Hm. Ja, ist doch schon vorbei, Mensch. Emma. Guck, der ist doch weg. Ich sag ja, das ist so ein richtiges audiovisuelles Erlebnis hier. Wenn die Musik nämlich verklingt, diese komische verfolgt werden Musik, dann ist auch das Vieh weg. Eigentlich ganz easy. Na komm, geh mal ins Laboratorium, bevor sie noch ganz zusammenbricht. Oder eher, man weiß ja nicht, wenn man so atmet.